Hi ihr Fischlinge, bevor dieses Video losgeht und wir ein bisschen Fische umsetzen werden und ich euch zeige, was ich in der Zwischenzeit hier so getan habe, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, könnt ihr das sehr gerne mit einer positiven Bewertung für dieses Video oder auch andere zeigen, sehr gerne einen Kommentar schreiben, auch wenn ihr Wünsche habt und wenn ihr ganz, ganz cool seid und das immer noch nicht getan habt, auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Und jetzt Intro und dann gucken wir, was hier abgeht. Los geht's. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und mal wieder einem kleinen, aber feinen Update meinerseits aus meinem kleinen, aber feinen Aquariumkeller. Und zwar möchte ich euch heute erzählen, was sich so vermehrt hat, was eventuell so ansteht. Ein paar Tiere sind ausgezogen, ein paar Tiere werden wir heute umsetzen. Und ja, ich würde sagen, schnapp in die Kamera, beziehungsweise zieh mich hinten dran, teilweise auch davor. Und ja, wir gucken mal, was sich hier so verändert hat und was sich noch verändern wird in den nächsten Wochen. Auf geht's. So, also fangen wir doch hier unten in der Ecke an. Hier sitzen immer noch meine Corydoras Sterbei, denen geht's gut. Die vermehren sich auch im Moment wieder sehr, sehr reichlich. Also so um die 100 Stück könnten es mittlerweile wieder sein. Blende ich hier mal noch die Larven ein, die im Moment da sind. Und das hier, was ihr seht, also das sind jetzt frisch geschlüpfte Jungtiere oder welche, die schon ein, zwei Tage alt sind. Die fangen jetzt morgen, übermorgen werden die wohl anfangen zu fressen. Und hier oben, das seht ihr jetzt hier im Video, beziehungsweise im Bild, das sind schon Larven, die schon ein paar Wochen alt sind, die auch jetzt gut fressen, die auch gut wachsen. Und ja, hier nebendran ist ein Becken vorbereitet für den nächsten Schwung, der dann kommt. Und ja, das Sterbei kennt ihr ja, gibt es ja noch andere Videos über meine Sterbei, bin sehr, sehr stolz auf den Zuchtstamm. Das kann ich euch auch mal noch zeigen, da gehen wir auch noch hin. Hier oben haben wir noch Tiere, die ich separiert habe, für eine neue Zuchtgruppe draus zu machen, weil die alten jetzt schon, naja, um die 15 Jahre tatsächlich alt sind, vielleicht sogar älter. Ich weiß es gar nicht so genau, aber sie sind auf jeden Fall schon deutlich über 10 Jahre bei mir. Irgendwann werden die ja wohl auch mal die Füße strecken und als Züchter wäre das eine Katastrophe, wenn die eine Zuchtgruppe wegbricht. Also hat man dann hier noch eine Ersatzgruppe, beziehungsweise zieht sich eine Ersatzgruppe ran, dass man immer Tiere hat, mit denen man züchten kann. Hier nebendran sind noch Tiere aus dem letzten Wurf, den Rest, den werde ich aber auch behalten, weil bei der Zuchtgruppe oder beziehungsweise bei den 10 Tieren, die ich mal auf Seite gesetzt habe, nicht so ganz klar ist, was jetzt Männlein, Weiblein ist, beziehungsweise man kann es noch nicht sehen. Und um auf jeden Fall beide Geschlechter in ausreichender Zahl zu haben, habe ich auch die letzten 20 Abgabetiere vom letzten Wurf mal noch behalten. Und ja, werde daraus in den kommenden Monaten hoffentlich eine zweite, beziehungsweise dann die Zuchtgruppe formen, wenn die Alttiere dann doch irgendwann mal das Zeitliche segnen sollten. Aber ich hoffe natürlich, dass ich sie noch, wenn es nach mir geht, die nächsten 30 Jahre hier habe. Beziehungsweise die nächsten 30 Jahre mich daran erfreuen kann und dass sie halt auch einiges an Jungtieren produzieren. So. Hier nebendran, da waren vorher meine Pandas, die habe ich ja abgegeben. Ich weiß gar nicht, ob das im letzten Video schon so war. Auf jeden Fall habe ich die komplett abgegeben, weil sie zum Züchten leider nicht so wirklich getaugt haben. Sie haben kaum Eier gemacht und wenn, haben sie die Eier auch abgefressen. Ja, sowas ist als Züchter kein gutes Material. Als schönen Aquariumfisch bei irgendjemand zu Hause, absolut top immer noch. Und dort sind die mittlerweile auch untergekommen. Krieg auch ab und zu mal Bilder, also den Tieren geht es dort auch gut. Und der neue Besitzer ist ziemlich happy damit. Also das Becken hier ist frei und da werden wir nachher noch was umsetzen. Aber was wir umsetzen werden, das zeige ich euch auch später. Okay, wir sagen, drehen wir mal die Kamera und gucken uns mal an, was auf dieser Seite so passiert ist. Okay, hier sind wir dann jetzt eine Etage oben drüber. Und hier hat sich jetzt im Moment gar nicht so viel verändert. Nämlich hier sind meine Alonocara, Stuart, Grande, Chilumba. Da sind jetzt die ersten Männchen, die schon anfangen sich zu färben. Bin ich sehr, sehr froh. Da bräuchte ich auch dringend frisches Blut, aber irgendwie, naja, alle Stämme, die ich bisher versucht habe, funktionieren nicht so richtig. Die Weibchen wollen nicht oder die Männchen, nicht so ganz das Wahre. Vielleicht, wenn jemand schöne Tiere hat oder eine gute Anlaufquelle vielleicht hat, die ich schon nicht kenne, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne mal schreiben. Hier nebendran meine geliebten Placidochromis Electralicoma. Wunderschöne Tiere, die Männchen stehen voll im Saft. Ein paar Tiere habe ich von denen abgegeben und ein Händler meines Vertrauens hat das ganze Becken aufgekauft. Also die ziehen jetzt demnächst um, wenn ich Zeit habe, die Tiere zu meinem Kumpel zu bringen. Ja, und ein Pärchen werde ich mir auf jeden Fall noch behalten, nämlich ein Zuchtpaar habe ich hinten sitzen. Aber man sollte auch hier
immer ein Backup haben. Und hier nebendran, das könnt ihr jetzt hier sehen, sind ja eine ganze Menge Labidodromes, Caeruleus, Kakusa, beziehungsweise Kakusa ist der Standort, also Yellows könntet ihr kennen, auch wenn ihr mit Malawis noch nicht so viel zu tun hattet. Ist gut gelaufen die letzten Wochen, würde ich sagen. Also da sitzen einige Jungtiere drin, über 100 sollten es auf jeden Fall sein. Und ja, würde sagen, Etage unten drunter. So, also sind wir beim ersten 6er-Block unten angelangt. Das Becken, was hier steht, das habe ich ganz kurz auf Instagram gezeigt. Das werde ich aber euch erst im nächsten Video zeigen. Nämlich da habe ich was vor, was euch vielleicht interessieren könnte. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen so den Really-Moment haben könnte. Nämlich, ich habe was bestellt. Das wird dort zum Einsatz kommen. Und zwar habe ich eine ganze Kiste mit Glasmurmeln bestellt. Und was ich damit in diesem Aquarium vorhabe, das zeige ich euch im nächsten Video über den Killer. Das soll heute nicht das Thema sein. Sonst sprengen wir völlig den Rahmen. Okay, hier sind auch noch ein paar Yellows drin. Wie gesagt, lief sehr, sehr gut die letzten Wochen. Und Yellows kann man meiner Meinung nach nie genug haben. Aber die, so wie die oben drüber, brauchen natürlich noch eine Weile, bis die ausziehen können zu euch in die Aquarien, zu den Händlern, wo sie dann zu euch in die Aquarien kommen. Also ja, also die sind mal noch ein paar Monate bei mir, bis es schöne, große, quietschegelbe Yellows sind. Und hier nebendran, ja, da ist weiterhin der liebe Karl, der ein bisschen pissig ist, weil er gestern nichts zu fressen bekommen hat. Den muss ich nachher mal noch füttern. Tatsächlich sind wir uns aktuell relativ einig. Also er hat die letzten Tage nicht versucht, mich zu beißen. Vielleicht hat sich unsere Seelenverwandtschaft verändert. Vielleicht kann er mich einfach auch nicht mehr leiden. Keine Ahnung. Er ist ein gutes Stück gewachsen. Und ja, ich möchte meinen Karl nicht missen. Manchmal denke ich, vielleicht sollte ich mir noch ein paar holen. Und wir hoffen ja immer noch, dass mein Karl vielleicht eine Sie ist oder der Big Mac von Tobi in der Laichbude vielleicht eine Sie oder ein Er ist und dass wir vielleicht da mal Kugelfischbabys irgendwann noch damit machen können. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also so eine ganze Armee ist mit Big Mac und Karls. Hätte schon was auf jeden Fall. Ja, das war es dann jetzt von hier unten eigentlich schon. Und jetzt gehen wir eine Tour weiter und gucken, was dort so passiert ist. So, fangen wir hier unten an. Da muss ich die Kamera nämlich nicht umbauen. Und zwar hier sitzen immer noch meine CW32 bzw. Corydoras Knacki oder Knacki, wie auch immer so ausgesprochen wird. Hat die letzten Tage nochmal ein paar Eier bzw. ein paar Jungtiere. Und die werden wir nachher uns noch schnappen und werden die umsetzen neben die Sterbei, weil nämlich die Knacki und die Sterbei aktuell alles sind, was ich an Panzerwelsen habe. Denn, oder nämlich die Corydora Equis, die hier drin waren, die Wildfänge, da sind ein Teil zum Tobi in die Laichbude gezogen und den anderen Teil hatte ich für meinen Kumpel Uli gekauft und dort sind die umgezogen, ziehen dort mit noch ein paar anderen ihre Kreise, hat sich sehr, sehr gefreut, mich hat es auch sehr, sehr gefreut, ich habe die Tiere jetzt, ich glaube fast ein Jahr hier gepflegt, gehältert, gut gefüttert und ja, man sieht, dass ich alles richtig gemacht habe. Und hier nebendran, das letzte Becken in der Reihe, da sitzen Jungtiere von den Schabemol-Buntbarschen drin, also von meinen Labeotrophis, Trevasae, Tumbi, West, OB, wo die Männchen gefleckt sind. Ich blende es euch hier nochmal ein, die Weibchen orange. Was ich ganz interessant finde, da werden wir oben noch dazu kommen. Ich habe ja zwei Labeotrophis-Arten. Bei dieser Art sieht man direkt von Geburt an, was Männchen, was Weibchen ist. Die Weibchen sind, wie sie es auch später sind, in diesem, naja, gelb-orange-Ton. Ja, gelb-orange kann man schon sagen. Und die Männchen sind, sagen wir so, braun, fast schwarz am Anfang und entwickeln später dieses Fleckenmuster. Und jetzt kommen wir Etage oben drüber, nämlich dort ist die andere Art und da ist das Ganze ziemlich unterschiedlich bisher. Angefangen hier in dem Becken. Hier sitzen nämlich die anderen Labeos, und zwar Labeotrophis chilumba. Wunderschöner Fisch, wunderschöne Männchen. Die Weibchen auch eher dezent mit so einem leichten Fleckenmuster. Da hat auch zumindest eine, eher zwei Damen, wieder die Schnute voll.
Und was bei denen ganz interessant ist, ihr seht auch hier einen sehr, sehr krassen Unterschied von den Männchen zu den Mädels. Aber bei den Jungtieren, die blende ich euch jetzt mal ein, die sitzen nämlich da oben, sieht man, dass man immer noch nichts sieht. Also sie sind ja jetzt auch schon ein paar Wochen alt, werden jetzt auch bei dem großen Umsetzen in eins dieser größeren Becken umziehen. Und die sind irgendwie alle sehr, sehr identisch. Also entweder sind es alles Weibchen oder alles Männchen oder das entwickelt sich erst im Verlauf, wenn die Tiere größer werden. Bin sehr, sehr gespannt, aber auf jeden Fall total unterschiedlich zu den Tumbi West. Nämlich da sieht man direkt von Anfang an ganz genau, was es mal werden soll. Okay, hier sitzen noch ein paar Yellows drin. Das sind Jungtiere, die ich aussortiert habe. Aussortiert insofern, hier nebendran sitzen auch noch Yellows. Und du hast immer Tiere bei einem Wurf, beziehungsweise bei zwei Würfen, drei Würfen, die nicht so ganz mitkommen mit den anderen. So, würde ich die drin lassen. Es gibt immer Tiere, die halt so klein sind oder so, dass man sagt, okay, das ist ein Tier, das sollte man nicht großziehen. Das wird von den anderen, irgendwann verschwindet so ein Tier. Also ein Tier, das jetzt nicht dafür gemacht ist, für ein schönes Tier zu werden, geschweige denn ein Zuchttier, das ist was, was in der Natur normalerweise gefressen wird. Und so in Anführungszeichen ein bisschen diese natürliche Selektion, die der Natur normal von selbst macht, muss man als Züchter passieren lassen, beziehungsweise teilweise auch herbeiführen. So, in jedem Wurf hast du ein, zwei Tiere, die einfach nicht fürs Leben gemacht sind, die dann auch meistens schon bei den ganz, ganz kleinen, die ihr eben gesehen habt, innerhalb kürzester Zeit einfach verschwinden. Aber es gibt auch Tiere, die einfach ein bisschen langsamer sind und die sonst auch sterben würden. Das soll aber natürlich nicht passieren, deswegen fängt man kleinere Tiere raus und separiert die und macht das ein bisschen größenunterschiedsmäßig. Und hier sind ein paar Tiere drin, die ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger waren, wie das, was hier in dem Becken sitzt. Und hat sich gelohnt, sie umzusetzen, weil jetzt sind sie wieder relativ gleich auf mit denen hier. Und ist auch ein schönes Tier, das bei euch im Aquarium einen Blick fangen wird und auch sehr, sehr alt und gut zu pflegen ist. Und alles, was ihr hier auch an Yellow sieht oder seht, das zieht ebenfalls mit den Elektra und noch einem Fisch, den ihr gleich sehen werdet, ziehen die alle um. Nämlich auch die sind alle verkauft. Hier sind noch ein paar Labeodrophis Tumbi West OB drin. Da kann man auch schon Männchen sehen, die jetzt anfangen, sich umzufärben, ein schönes Muster kriegen. Da sind nur noch ein, zwei dabei, die ich behalten werde, weil nicht jedes Männchen so besonders schön mit den Flecken wird oder sogar noch einen leichten Orangeton unter dem Blau bekommt. Da ist einer dabei, der sehr vielversprechend ist. Und so ein Tier bleibt bei mir in der Zucht. Nämlich umso mehr solcher Genetik ich drin habe, zumindest ist so die Hoffnung, umso mehr von diesen Tieren werden auch bei der Nachzucht fallen. Natürlich auch immer unter dem Aspekt, immer wieder Tiere einzukreuzen, dass man sich die Genetik nicht verhunzt und weiterhin einen schönen, stabilen, gesunden Fisch auch dabei rausbekommt. So, das war's dann jetzt von dieser Reihe. Da unten die Sterbe haben wir. Ich würde sagen, jetzt gehen wir hier noch eine Etage nach oben und dann haben wir es schon für heute fast wieder geschafft. Bis auf das wir noch ein bisschen umsetzen müssen. Hier sind wir dann jetzt an der Kopfseite des Aquariumkellers. Also da ist die Tür. Das hier ist das untere Becken hier oben. Das ist 450er, hier ist ein 350er und hier ist auch ganz schön was los, aber nicht mehr lange, nämlich hier sind noch ein paar, hier, überall, ein paar Aulonokara Speck Retz Rubin drin. Das war, ja, freundschaftlicher Dienst, Kumpeldienst, ein günstiger, schöner Fisch für einen Laden, auch wenn es eine Zuchtform ist, beziehungsweise, glaube ich, auch ein Hybrid. Ich bin mir gar nicht ganz so sicher, wie es bei Retz Rubin war, ich glaube, es ist eine Zuchtform. Ja, sind ein paar schöne Tiere drin, die variieren natürlich alle von den Farben, wie das bei Zuchtformen in der Regel üblich ist. Und die gehen auch komplett geschlossen alle weg und ich habe hier wieder Platz für was Neues. Was bleiben wird, sind meine Yellow-Zuchttiere. Da sind noch ein paar Kuckuckswelse drin, die werden natürlich bleiben. Und ja, noch ein paar, auch Labeos sind drin. Mal gucken, ob ich die abgeben werde. Ist auch noch ein sehr, sehr schönes Männchen drin, das werde ich, glaube ich, behalten. Und ja, dann ist hier auch wieder ganz schön Platz. Hier oben hat sich nicht wirklich was verändert, brauchen wir jetzt eigentlich nicht groß drauf eingehen. Da in dem ganz großen auch nicht wirklich. Aber eine Sache habe ich noch, die habt ihr eben vielleicht bei den Sterbei gesehen und das sind
die Guppies, beziehungsweise den Guppi-Stamm, den ich mir damals bei der Zierfisch Farm Jung geholt habe. Da geht es nämlich ganz schön ab. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mit 7 Tieren angefangen habe oder 8 Tieren. Also ein paar Männchen, ein paar Weibchen. Und ich würde sagen, da hat sich ein bisschen was getan. Also im Becken selbst ist noch ein schönes Männchen geblieben. Und 3 oder 4 Mädels, da ist auch schon wieder alles voll mit Nachwuchs. Und das ist die erste Fuhre, die ich jetzt umgesetzt habe, weil das 60er Becken dann doch ein bisschen zu klein wurde. Und ja, also hier geht's ab. Und ich finde echt, dass es richtig schöne Guppies sind, die auch schönen Farbschlag haben. Man sieht es auf der Kamera leider wirklich nicht so gut. Aber die Männchen kann man schon raussehen. Sind auch ein paar Mädels noch dabei. Auch die werde ich ja bald abgeben können. Noch würde ich sie gerne ein kleines bisschen größer ziehen. Also auch super, super schön. Macht Spaß, tatsächlich mal wieder einen Guppi-Stamm zu haben, der nicht bei der kleinsten Kleinigkeit umfällt und mal robust ist und so pflegeleicht, wie das von ja, Guppies eigentlich normal ist, beziehungsweise wie ich das von klein auf gewöhnt war. Und deshalb der Guppi wohl auch so ein beliebter und ja, immer noch so, ja, hören sagen, ein leicht zu haltender Fisch ist. Nämlich bei denen ist es tatsächlich so, aber auf viele Stämme trifft das leider nicht mehr zu und man hat mehr Probleme damit, wie man Spaß damit hat. Aber der Stamm, stabil, steht wie eine 1. Und jetzt, ja, würde ich sagen, kommen wir zur Abmoderation und im nächsten Video zeige ich euch dann noch eine Sache, die mir jetzt gerade eingefallen ist, die rechts neben mir ist und was ich mit den Murmeln vorhabe. Und dort werden wir auch umsetzen. Das würde, glaube ich, den Rahmen des Videos etwas sprengen. Okay, bis gleich bei der Abmod. So, Freunde, und das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne dieses Video positiv bewerten. Kommentare schreiben, wenn ihr noch was wissen wollt oder irgendwelche Wünsche haben solltet für andere Videothemen. Und wie gesagt, sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich werde ja doch vielleicht dieses Jahr gerne die 30.000 schaffen. Mal gucken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ansonsten Videobeschreibung auschecken. Dort findet ihr noch andere Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt und die Wege zu meinem Shop. Vielen Dank für jeden, der dort vorbeischaut und auch gerne was einkaufen kann. Und natürlich auch noch die Links für mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Dort könnt ihr mir folgen, mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns, denke, hoffe ich, im nächsten Video. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus hier. Tschüss.